Sprachen, Grammatiken, Automaten, das sind Dinge, die in fast jeder Grundausbildung Informatik vorkommen. Und auch ich möchte Ihnen einiges dazu erzählen in den nächsten Videos. Aber bevor wir damit anfangen, wäre es vielleicht gut, erst einmal zu klären, was Sprachen überhaupt in der Informatik zu suchen haben und warum uns die so interessieren. Mein Name ist Markus Krötsch, ich bin Professor für wissensbasierte Systeme an der TU Dresden und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wozu also Sprachen? Das ist vielleicht eine Frage, die viele von Ihnen relativ schnell beantworten können. Es ist klar, Sprachen haben in der Informatik ihren Platz, nämlich schon mal in Form von Programmiersprachen. Ja? Wir haben sehr oft mit Sprachen zu tun, nicht im natürlichen Sprachsinne unbedingt, aber im technischen Sinne. Und jeder, der Compiler baut oder Interpreter für irgendeine Skriptsprache implementieren will, der muss natürlich sich auch damit auseinandersetzen. Es gibt aber tatsächlich auch zahlreiche Informatikanwendungen, die sich mit natürlichen Sprachen beschäftigen und auch da haben formale Aspekte und Grammatiken ihren Platz, auch wenn die rein formale Auffassung von natürlicher Sprache, die im letzten Jahrhundert mit Chomsky und anderen populär geworden ist, heutzutage nicht mehr die dominante ist vielleicht, aber Sie werden kaum jemanden finden, der Sprachverarbeitung studiert ohne dann auch sich mit Grammatiken und den entsprechenden Technologien gut auszukennen. Aber es gibt noch viel mehr als diese beiden Dinge. Datenaustausch ist vielleicht noch viel, viel weiter verbreitet als das Programmieren selbst. Sie haben Formate wie HTML, äh, CSV, JSON, XML, alles Dinge, die formal definierte Sprachen darstellen, die aber nicht als Programmiersprachen konzipiert sind, sondern als äh, Austauschsprachen konzipiert sind. Und auch die sind natürlich formale Sprachen, die in der Informatik betrachtet werden müssen. Validierung, Spezifikation, Formatierung. Auch das ist ein Thema, vielleicht, wenn man im Netz sucht, eines der häufigsten Themen, in denen ähm, Praktika mit Sprachen zusammenstoßen. Es kommen immer wieder Fragen wie: Wie kann ich die Eingabe meines Nutzers in dieses Formularfeld validieren? Woher weiß ich, dass das eine korrekte E-Mail ist, etc. pp. Das sind alles Dinge, die auch mit formalen Sprachen und ihren Spezifikationen zu tun haben falls sie weniger praktisch veranlagt sind, aber sich vielleicht mehr für die Grundlagen und die Mathematik hinter der Informatik interessieren, dann werden sie ebenfalls sehr viel mit Sprachen zu tun haben. Vieles von den Grundlagen dessen, was wir über Berechnung wissen, hat sehr sehr viel mit Sprachen zu tun. Es hat einfach die Grundlage, dass eine mächtigere Sprachdefinition, eine umfangreichere, ausdrucksstärkere Art Sprachen zu definieren, auch häufig einen teureren, aufwendigeren Algorithmus verlangt und das hat sehr viel mit Berechenbarkeit und Komplexität zu tun und wird oft gemeinsam untersucht. Aber selbst das ist noch nicht alles. Es gibt noch viele andere Felder. Informationsextraktion ist eines von jenen Feldern, in denen wir viel mit äh, formalen äh, Sprachausdrücken und äh, Templates zum Beispiel zu tun haben, die verwendet werden, um aus Webseiten oder aus Tabellen Informationen herauszusuchen. Scraper werden geschrieben mit Hilfe von formalen Sprachdefinitionen, um ähm, Informationen herauszuziehen, die man sonst schlecht zugreifen könnte. Und es gibt viele, viele andere mehr. Datenbanken nicht zuletzt haben auch Musteraspekte, ähm, die über Text selbst hinausgehen. Zum Beispiel in Graf-Datenbanken finden wir sehr häufig. Muster von Pfaden, die auch letztlich formale Sprachen darstellen. Also Sie sehen rund um die Informatik in Anwendungen und in Theorie finden Sie eigentlich an jeder Ecke und an jedem Ende irgendwo formale Sprachen. Ich greife jetzt mal ein, das vielleicht prominenteste und einfachste Beispiel, was auch das Lehrbuchbeispiel in gewisser Weise ist, heraus und möchte in dieser Sache ein wenig diskutieren, worum es geht und welche Probleme uns äh, wir letztlich antreffen, wenn wir uns mit solchen sprachen beschäftigen und was man sich da überlegen muss. Ähm, schauen sie sich irgendeinen compiler an. sie haben also ein quellprogramm gegeben, welches sie mit hilfe des compilers in eine zielsprache übersetzen wollen, zum beispiel in einen maschinencode oder in einen bytecode für eine, ähm, äh, einen interpreter, der mit diesem bytecode umgehen kann. und irgendwie ist hier ein großes fragezeichen in der mitte. sie müssen irgendwie schritte gehen, um dahin zu kommen. und in der praxis sehen diese schritte, grob vereinfacht gesagt, Meistens in etwa so aus. Sie haben nicht etwa nur eine Übersetzung, sondern es gibt mehrere Phasen und die beginnen in der Regel mit einer äh, Tokenization oder auch äh, lexikalischen Analyse genannt im Deutschen. Das heißt, da ist ein Tokenizer oder auch Lexer, der eine Folge von sogenannten Tokens aus ihrem Quellcode extrahiert und diese dann weitergibt als eine vorverarbeitete Folge von Tokens an den sogenannten Parser. Parser selbst führt dann die syntaktische Analyse durch. An dieser Stelle wird erst erkannt, was sie da geschrieben haben, ob äh, es sich um eine Funktion handelt, wo ähm, eine Schleife anfängt, wo sie endet. Diese Makrostrukturen werden an dieser Stelle erst richtig erkannt und äh, in einen Strukturbaum umgewandelt. Und diese Datenstruktur ist dann das, worauf der Compiler arbeitet, worauf die Übersetzung dann stattfindet. Dort werden Optimierungen durchgeführt und da kommt es dann auch zur Codeerzeugung. Das sind also die Schritte. Und äh, in vielerlei Hinsicht beginnen die Schwierigkeiten schon mit dem ersten dieser Schritte, ja, die lexikalische Analyse. Sie haben zum Beispiel die Eingabe einer Zeichenkette. Hier in ähm, einem Beispiel hätte ich diese 29 Zeichen, die hier in Rot dargestellt sind, die zunächst überhaupt keine Bedeutung haben. Wenn ich die jetzt mit dem, der lexikalischen Analyse bearbeite, dann wird das in eine Reihe von Tokens auf, umgewandelt, die auch als eine Kette von Symbolen verstanden werden kann, bloß dass die Symbole jetzt eine andere Granularität haben. Also jetzt sage ich plötzlich, ich habe am Anfang einen Namen stehen, einen Name, ein Name, ein Gleichheitssymbol mit dem Token Equals bezeichnet, dann kommt wieder ein Name, ein Stern, eine Zahl, ein Semikolon. Ich habe jetzt sechs Tokens. Natürlich muss man in der Regel, wenn man Code erzeugen will, wissen, was hinter diesen Tokens jeweils stand. Name ist nicht gleich Name, man muss wissen, welcher Name genau gemeint war. Das wird in der Regel irgendwie kodiert. Wenn Sie schon Erfahrung haben in der Praxis mit solchen lexikalischen Analysen, wissen Sie, dass Sie da häufig Datenobjekte erhalten, in denen dann auch der ähm, eigentliche Text abrufbar ist, sodass Sie das extrahieren können. Aber das Wesentliche für die Weiterverarbeitung, für die Erkennung der eigentlichen Struktur ist zunächst einmal zu verstehen, dass es da um einen Bezeichner geht, um einen Namen. Und nicht um irgendetwas anderes. Außerdem kann der Tokenizer schon an dieser Stelle sehr viel vereinfachen. Es gibt zum Beispiel Kommentare, die Sie vielleicht überhaupt nicht brauchen, um Programmcode zu erzeugen, oder auch Leerzeichen. Die werden einfach weggelassen, aus denen werden keine Tokens, die werden übersprungen. Das also soll die lexikalische Analyse leisten. Um das zu tun, muss jetzt je nach Programmiersprache eine Reihe von äh, Hintergrundinformationen bekannt sein. Sie benötigen natürlich Schlüsselwörter. Es gibt if, while, class und so weiter, die eine besondere Bedeutung in der jeweiligen Sprache haben können. Es gibt Operatoren, es gibt Bezeichner, ähm, wie die, die ich in meinem Beispiel verwendet habe. Und es gibt Literate, die bestimmte konkrete Datenwerte bezeichnen zum Beispiel. Dabei, wenn man das sich anschaut, stellt man fest, dass einige dieser Tokens bereits unendlich viele Möglichkeiten bieten in der konkreten Ausgestaltung. Es gibt eben nicht nur eine begrenzte Anzahl an Bezeichnern, es gibt eine begrenzte Anzahl von Schlüsselwörtern, aber es gibt unbegrenzt viele Bezeichner, die Sie verwenden können. Das heißt, ähm, es gibt hier eine eine bereits unendliche Menge, die man betrachten muss. Ja, also zum Beispiel könnte meine Programmiersprache definieren, dass ein Bezeichner ein String ist, der mit einem Buchstaben beginnt und der danach nur Buchstaben oder Ziffern enthält. Ja, relativ einfache, relativ klare sprachliche Erklärung darüber, was ein Bezeichner ist. Und das muss der Lexer jetzt irgendwie erkennen. Wie können wir das also so darstellen, dass das computerseitig erkannt werden kann, so eine Spezifikation? Und wenn Sie jetzt Lehrbuch, Lehrbücher anschauen, äh, insbesondere deutschsprachige Lehrbücher, dann finden Sie oft, eine Darstellung, die ich hier auf der Folie habe, die man ähm, auch Syntaxdiagramm nennt. Ja, Syntaxdiagramme sind intuitive Darstellungen dafür, wie eine äh, formale Sprache in dem Fall letztlich äh, aufgebaut ist. Äh, die basieren auf der Idee der Spuren, die man von, rechts, äh, von links nach rechts durch das Diagramm folgen kann. Also ich habe hier einen eingehenden Pfeil, auf dem befähige ich mich in das Diagramm hinein. Dann kommt ein Buchstabe, den muss ich an dieser Stelle finden, denn jeder Bezeichner beginnt mit einem Buchstaben und dann kann ich ganz gerade weit nach rechts wieder aus dem Diagramm heraus und habe einen Bezeichner gelesen. Ich kann aber auch hier an dieser Stelle abbiegen und hier gleich nochmal abbiegen, wenn ich möchte, und noch einen weiteren Buchstaben lese, lesen und zurück an den mittleren Teil des Pfeils gelangen. Und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, rauszugehen oder noch eine Runde zu drehen, vielleicht diesmal mit einer Ziffer. Ja? Und Sie sehen, das ist also eine relativ intuitive Art und Weise darzustellen, wie man der Reihe nach Zeichen einlesen kann, um einen Bezeichner zu konstruieren. Ähm, natürlich müsste man hier an der Stelle noch erklären, was, was jeweils hinter Buchstabe und hinter Ziffer steht, damit es eine vollständige Beschreibung wird. Okay, gut, so geht das. Das ist. Recht intuitiv, wird wie gesagt auch gern mal in einem Lehrbuch verwendet, in der Praxis eher selten anzutreffen. Zum einen mal deshalb vielleicht, weil es nicht unbedingt die einfachste Grundlage dafür ist, ein äh, tatsächliches Programm zu schreiben. Ja. Ein Programm, was einen Bezeichner erkennen sollte, würde vielleicht ganz anders aussehen. Zum Beispiel so. Ja. Also, was Sie hier sehen, ist also ein äh, Programm, Zugegeben, nicht das beste Programm, ich würde sagen, von einem Programm eines sehr unerfahrenen Programmierers, was versucht zu entscheiden, mit einer boolschen funktion ist Identifier, ob ein gegebener äh, String ein Bezeichner ist nach dieser Spezifikation. Wie funktioniert das? Ja, zunächst einmal gibt es hier eine lokale Variable, die nennt sich State und ist zunächst auf Start gesetzt und äh, darauf folgt eine Schleife, die in meinem Pseudocode einige suggestive Funktionsnamen verwendet, also es gibt hier ein while has next Symbol, das soll heißen, solange es noch Symbole gibt, die man lesen kann, tun wir folgendes, wir lesen also dieses nächste Symbol ein und weisen das der lokalen Variable Symbol zu und dann gibt es eine, einen langen Spaghetti-Code von äh, if-then-else-Bedingungen, der jetzt verschiedene Möglichkeiten betrachtet, die eintreten können. Die erste, der erste Fall hier ist, dass ich mich im State Start befinde, also das heißt, ich beginne soeben diesen Bezeichner zu lesen und ich finde, dass dieses Symbol ein Buchstabe ist, hier mit der Funktion isletter dargestellt. Falls das der Fall ist, bin ich zufrieden, dann habe ich erfolgreich diesen ersten Block im Syntaxdiagramm passiert sozusagen und das Kennzeichen ist ich, indem ich den State jetzt auf inner verändere und weiterlese. Das Zeichen, was ich gelesen habe, speichere ich in dem Fall nicht ab. Es geht hier nur darum zu erkennen, ob es überhaupt ein Bezeichner ist oder nicht. Müsste natürlich in der Praxis noch ein bisschen anders aussehen. Die zweite Möglichkeit ist, ich habe äh, diesen Anfangszustand und finde kein Buchstaben. An der Stelle würde ich sofort force zurückliefern. Es ist offenbar kein Bezeichner ähm, und kann nicht erkannt werden. Und jetzt gibt es noch einige Fälle für den Fall, dass ich mich im State-Inner bereits befinde. Da kann ich sowohl einen Buchstaben als auch eine Ziffer ohne Probleme lesen. Da passiert gar nichts, ich lese einfach weiter. Lediglich, falls ich weder einen Buchstaben noch eine Ziffer finde, dann habe ich wiederum ähm, einen Fehlschlag und Return false. Und am Ende, nach Ende dieser Schleife, prüfe ich, ob ich im State Inner bin und falls ja, dann liefere ich Wahr zurück und falls nein, dann false. Das fehlt hier noch. Ähm, das muss ich prüfen, denn es könnte ja sein, dass ich diese Schleife überhaupt nicht durchlaufen habe, wenn ich zum Beispiel einen lernstring als Eingabe erhalten habe. Dann ähm, würde ich mich noch im Stage Start befinden und das würde in dem Fall natürlich kein gültiger Bezeichner sein. Okay, gut. Kann man so machen, würde ich nicht empfehlen, aber ich glaube, irgendwann in seinem Leben hat wahrscheinlich jeder Informatiker, jede Informatikerin mal solchen Code geschrieben, wenn er sie sich mit diesen Themen oder etwas Ähnlichem auseinandergesetzt hat. An irgendeiner Stelle kommt man dann an den Punkt, wo man in Ordentlichen Parser-Generator verwendet und einen Compiler-Compiler oder ähnliches, anstatt den Code selbst zu schreiben. Trotzdem, auch wenn der Programmcode nicht besonders gut ist, ähm, kann er uns doch eine wichtige Information liefern, nämlich, dass wir letztlich, um diesen Bezeichner zu lesen, nur einen einzigen Zustand speichern, den ich jetzt suggestiv auch gleich State genannt habe als lokale Variable. Das heißt, dieser Zustand ist wichtig, um zu entscheiden, ob ein gegebenes Zeichen in der aktuellen Situation erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Ja, ich kann innen andere Zeichen erkennen als außen. Und diese Idee des Zustandes kann man auch wieder mit einem Diagramm schön darstellen, was ein bisschen anders aussieht als das Syntaxdiagramm, was wir vorher gesehen haben. Das hier ist ein endlicher Automat, wie wir sagen, und davon werden wir noch eine ganze Menge kennenlernen in dieser Videoreihe. Ähm, aber heute reicht uns erstmal einer. Es gibt hier bei diesem Automat zwei Zustände, Start und Inner. Das sind genau die Zustände ähm, meiner Variable State. Ähm, am Anfang befinde ich mich in Start. Das kennzeichne ich mit diesem eingehenden Pfeil hier. Wenn ich einen Buchstaben lese, wechsle ich zum Zustand Inner und bleibe auch dort, wenn ich weitere Buchstaben oder Ziffern lese. Und das ist schon alles, was hier in diesem Diagramm dargestellt ist. Was nicht dargestellt ist, ist, dass alle Pfeile, die fehlen, letztlich zum Fehlschlag führen. Das heißt also, in meinem Programmcode war jedes Mal dann, wenn ich mich in einem Zustand befinde und etwas lese, was nicht zu einem Fall gehört, also zum Beispiel ein Nichtbuchstaben im Zustand statt, immer dann hatte ich also return false geschrieben und ebenso hatte ich das für inner gemacht. Das heißt, das ist hier implizit. Und ähm, das Zweite, was nur schwach erkennbar ist vielleicht, ist, dass dieser zweite Zustand ein Endzustand ist, der ist mit zwei Umrandungen gekennzeichnet hier bei mir. Und ähm, das hatte ich auch im Programm. Ich habe am Ende getestet, bin ich in einem Endzustand? Und wenn ja, dann äh, wurde True zurückgeliefert, wenn nein, False. Ja, das ist auch hier so. Also ich muss in einen Endzustand gelangen, sonst ist es kein erfolgreicher Lauf, sonst kann ich nicht die Eingabe akzeptieren. Okay, das ist also ein endlicher Automat. Und wie gesagt, das werden wir noch viel, viel ausführlicher kennenlernen. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal drei verschiedene Arten kennengelernt oder vier, um genau zu sein, wie man darstellen kann, was so eine unendliche, wenn auch eigentlich ganz einfache Sprache-Bezeichner genau ist. Es gibt zunächst die sprachliche Umschreibung, die oft gewählt wird, auch, in, auch von Informatikerinnen, ähm, die sowas spezifizieren müssen, aber die oftmals nicht so einfach äh, zu verstehen ist. Also sie ist ungenau, sie ist mehrdeutig und das ist ein Problem, was wir auch in technischen Standards haben. Vieles davon ist in natürlicher Sprache und oftmals merkt man erst beim Implementieren, dass etwas unklar ist, dass etwas vergessen wurde, dass etwas nicht genau definiert ist und dann führt es eben dazu, dass verschiedene Umsetzungen unterschiedlich sich verhalten und nicht kompatibel sind. Also sprachliche Beschreibungen, problematisch, ja? reicht oft nicht aus. Andererseits Syntaxdiagramm, ähnliche Automaten sind ziemlich präzise Beschreibungen, sie sind mathematisch, man kann sie definieren, auch anschaulich sind sie. Oder vielleicht doch nicht. Ja. Denken Sie daran, was würde passieren, wenn wir jetzt nicht ähm, zwei Zustände hätten, sondern ein paar hundert oder ein paar tausend. Und das ist völlig normal und realistisch, wenn Sie an eine echte Programmiersprache oder eine, eine, eine echte Datenübertragungssprache denken, die haben umfangreiche Spezifikationen. Und sie wollten die irgendwie grafisch darstellen, dann wird es sehr sehr unübersichtlich. Es ist sehr schwierig. Dann ist es plötzlich dieser Vorteil, den man auf Lehrbuchebene mit kleinen Spielzeugbeispielen hat, ist plötzlich ein großer Nachteil. Und dann gibt es natürlich den Programmcode. Auch das eine schöne Sache, aber ähm, wo ist da eigentlich die Kernidee? Ja? Jemand gibt Ihnen eine Reihe von Quellcodezeilen. Sie ähm, können vielleicht auch ungefähr nachvollziehen, was dieser Code macht. Das dauert aber auch schon ein bisschen. Und am Ende wissen Sie nicht, was ist jetzt eigentlich wichtig hier. Worum ging es dem Programmierer? Was sollte hier genau gemacht werden? Ist es zum, äh, da, denn es ist ja einfach automatisch so, dass jeder Programmcode auch Details spezifiziert, die für die Aufgabe nicht wirklich essentiell sind. Ja? Wie ich zum Beispiel die Zustände nenne, da ich Start und Inner gewählt habe, oder in welcher Reihenfolge meine ähm, äh, If-then-Bedingungen aufgeschrieben sind. Das kann von Bedeutung sein, je nachdem, wie mein Code arbeitet. Es kann aber auch überhaupt keinen Effekt haben in vielen Fällen. Das heißt also, der Programmcode ist spezifisch, aber er ist in gewisser Weise überspezifisch. Er, er sagt nicht nur, was ich tun will, er sagt auch noch im Detail, wie ich es tue. Und auch das eignet sich natürlich sehr schlecht, wenn man spezifizieren will, was andere tun sollen. Ja? Sie müssten sich vorstellen, Sie definieren einen HTML5-Standard und das Einzige, was Sie, was Sie rausgeben, ist ein großes, ähm, ja, sagen wir mal, C-Programm, welches HTML5 korrekt verarbeitet. Es wäre sicherlich äh, keine sinnvolle Art und Weise, wie man jemand anderem mitteilen kann, ähm, wie HTML5 zu verarbeiten ist, ja? weil man das eben nicht ohne weiteres in andere Programmiersprachen übersetzen kann, zum Beispiel oder in andere Implementierungen in der gleichen Sprache. Okay, also nichts davon ist so richtig überzeugend. Und das ist der Grund, warum in der Praxis sich eine andere Darstellung meist viel häufiger findet, wenn wir... Sprachen spezifizieren und das ist die der Grammatik. Eine Grammatik könnte zum Beispiel in unserem Beispiel so aussehen. Hier mit fünf Regeln, die genauer Art wie Grammatiken aufgebaut sind, werden wir noch mal in einem späteren Video im Detail besprechen, aber für jetzt sollte es schon ganz gut nachvollziehbar sein. Ich sage also hier, dass die Sprache Bezeichner sich ergibt, indem man entweder einen Buchstaben findet oder einen Buchstaben gefolgt von einem inneren Teil von Bezeichner, wobei der innere Teil mit einem Buchstaben oder einer Ziffer beginnt und oder, Alternativ, oder ja, der innere Teil ist entweder nur ein Buchstaben oder eine Ziffer, so rum sollte ich sagen, und, oder er beginnt mit einem Buchstaben oder einer Ziffer und ist gefolgt von weiteren Teilen, die zu dieser Sprache in Bezeichner gehören. Ähm, Buchstabe oder Ziffer hat die intuitive Bedeutung, ein Buchstabe oder eine Ziffer zu sein, wobei Buchstaben diese Buchstaben sind, die hier vielleicht alle aufgelistet werden und Ziffern ebenso alle diese Zeichen umfasst. Okay, das ist eine Grammatik, und das ist oftmals der ähm, Mittelweg zwischen dem ungenauen oder unübersichtlichen, das was, was zu viel äh, oder zu vage die Dinge beschreibt, und dem überspezifischen Programmcode, der vielleicht auch noch schlecht geschrieben ist. Okay. Das also ist. Ähm, ein kleiner Überblick darüber, wie man mit formalen Sprachen arbeiten kann, welche Art von Darstellungen es gibt und auch ein kleiner Ausblick auf das, was uns jetzt noch erwarten wird in dieser ähm, Serie von Videos. Was wir heute gesehen haben, ist zum einen, dass wir in der Praxis ähm, oftmals unendliche Mengen von Strings interessant finden, dass sie uns in, auf Schritt und Tritt begegnen in der Informatik, egal ob es einfache Bezeichner sind oder ganze Java-Programme oder irgendetwas anderes. Und dass diese Dinge als formale Sprachen gefasst werden können. Wir haben gesehen, dass man die auf verschiedene Arten schreiben kann, haben grob kennengelernt Automaten, Grammatiken, Syntaxdiagramme und die Stärken und Schwächen kurz besprochen. Und ähm, was wir auch schon erahnen können an dieser Stelle ist, dass keiner dieser Ansätze sich dafür eignet, alle Sprachen zu beschreiben. Dass es immer auch Grenzen gibt für eine solche Darstellung und dass man sich jeweils überlegen muss, was ist das geeignete Mittel, um das auszudrücken, was ich brauche und dafür werden wir sehen in der vorlesung und werden oft typen von sprachen unterschieden die dann mit unterschiedlichem aufwand verarbeitet werden können und spezifiziert werden können. Okay. an dieser stelle da wir erst einsteigen in diese videoserie ähm, ist es vielleicht auch ein guter punkt nochmal darüber zu sprechen wie man am besten von videos aus lernt. sie haben ähm, das video jetzt angeschaut. ich habe ihnen gerade zusammengefasst was die wesentlichen punkte aus meiner sicht waren. ich schlage ihnen vor wenn sie videos schauen Machen Sie sich selbst Notizen, schreiben Sie sich selbst die wichtigsten Punkte für jedes Video auf. Das wird Ihnen helfen, zum einen die Informationen vorzuverarbeiten und zu erinnern, damit es nicht einfach nur rein und raus geht. Und zum anderen auch, wenn Sie ähm, im späteren Verlauf sich nochmal was genauer anschauen wollen oder wenn Sie vielleicht noch einen Begriff suchen, dessen Bedeutung sie vergessen haben, dann können sie mit Hilfe ihrer eigenen Notizen natürlich auch schnell finden, in welchem Video hat er eigentlich darüber gesprochen. Also es ist doppelterweise hilfreich, denke ich. Und so würde ich vorschlagen zu arbeiten, wenn sie sich vorbereiten wollen auch auf Prüfungen unter Umständen nicht wahr. Ähm, außerdem noch ganz zum Abschluss äh, würde ich, äh, kann ich Ihnen noch etwas zum Thema Lehrbücher sagen. Auch das ist natürlich ein Thema jetzt, wo kann man das alles nachlesen, was jetzt in dieser Videoserie noch so auf uns zukommt. Da gibt es natürlich eine Menge Möglichkeiten und ich kann hier auch keinesfalls alles nennen. Wie gesagt, das gehört alles zum Kanon der Informatik. Fast jedes Grundstudium beinhaltet diese Informationen und es gibt zahlreiche Lehrbücher. Der Klassiker im deutschsprachigen Raum natürlich ist der Schöning, theoretische Informatik, kurz gefasst ein handliches Büchlein zum Nachlesen vieler Dinge. In der Tat ziemlich kurz an manchen Stellen. Vielleicht braucht man manchmal ein bisschen mehr Details, gerade wenn es in die Beweise geht. Aber auf jeden Fall ein äh, bewährter und, und robuster Text, den man gut zur zurate ziehen kann. Ein ähm, bisschen detaillierter aus dem Englischen übertragen ist der Hopcroft und Ullmann. Ähm, eventuell ist das Original besser, das kann ich nicht genau beurteilen. Ich habe äh, immer die englische Version eher gelesen als die deutsche, aber es gibt eine deutsche Version, wenn Sie mögen. Ähm, aber auch das Englische sollte Sie nicht schrecken. Natürlich, die meisten Spezifikationen, die Sie beruflich lesen, werden ja auch eher auf Englisch als auf Deutsch sein. Ähm, und da kann ich Ihnen empfehlen den SIPSER. Ein sehr schönes, auch ähm, übersichtliches, nicht allzu umfangreiches, aber doch äh, auch präzises und detailliertes Werk äh, über Sprachen und Berechnung. Ähm, Introduction to the Theory of Computation. Ein äh, wirklich sehr schönes Buch. Okay. Gut, das also ähm, als Hinweise dazu, äh, wo Sie noch vertiefende Literatur finden können. Gegebenenfalls gebe ich Ihnen noch ein paar genauere Hinweise, wenn wir an einzelne Themen kommen, wo es noch andere Quellen gibt, die von Bedeutung sind. Aber ich denke, damit kommen Sie schon ziemlich weit. Okay, das war es von mir für jetzt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal wollen wir dann ein bisschen genauer in die mathematischen Definitionen von formalen Sprachen reinschauen und ähm, sehen, wie man das auch tatsächlich formal und nicht einfach nur so vage, wie ich es jetzt gemacht habe, alles erklären kann. Sie können die Vorlesungsfolien, die ich verwende, alle online finden. Sie können natürlich, wenn Sie Tippfehler oder größere Fehler gefunden haben, die uns gerne melden. Wir haben ein GitHub-Repository. Pull-Requests sind willkommen. Fühlen Sie sich frei, da in jeglicher Hinsicht sich zu beteiligen, wenn Sie irgendwelche Ideen haben. Und äh, ansonsten hoffe ich, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen. Dankeschön. Tschüss.